Gestern der Abverkauf vor allem von Tech-Werten im Nasdaq, weil die besonders sensitiv sind für steigende Renditen, für einen stärkeren Dollar. Und beides war gestern der Fall, nämlich die Renditen und der starke Dollar, weil der Einkaufsmanager-Index deutlich stärker war als erwartet. Damit setzen sich die robusten US-Konjunkturdaten fort. Also eine ziemlich robuste Wirtschaft nach wie vor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir höhere Inflationsdaten. All das hat jetzt in den letzten Tagen zu einem Umdenken geführt. Die Anleihenmärkte geben die Richtung vor und sagen, die Zinsen werden höher steigen und länger oben bleiben. Aber heute kommt das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten FED-Sitzung vom 31. Januar, 1. Februar war diese Sitzung, wird heute veröffentlicht. Und Paul hat auf der Pressekonferenz am 1. Februar gesagt, naja, wir werden klarere Hinweise geben, wohin es mit den Zinsen geht, dann im FOMC-Protokoll, also in diesem Protokoll, das heute veröffentlicht wird. Und da war konkret die Frage, ja, habt ihr denn einen Pivot vor, eine Wende vor? Und Paul hatte ja auf dieser Pressekonferenz immer wieder, ich glaube 10 oder 11 Mal, das Wort Disinflation gebraucht. Jetzt haben wir in den CPI-Daten, wie auch in den Erzeugerpreisen in den USA gesehen, naja, so fürchterlich viel Disinflation ist da nicht, eher das Gegenteil, eher eine zweite Welle der Inflation. Und die Kernfrage ist jetzt, inwieweit ist dieses Protokoll redigiert, also nochmal bearbeitet? Denn natürlich wird da ein Protokoll erstellt, aber dann wird das natürlich nochmal geprüft, gecheckt. Die Frage ist, schreiben die Notenbanker da noch etwas rein, was aktueller ist, was nach diesen starken US-Einzelhandelsumsätzen, starken Zahlen zum Einkaufsmanager, nach den hohen CPI- und Erzeugerpreisdaten kommen? Ja oder nein? Wenn nicht, ist es weitgehend wertlos, denn wir haben jetzt eine ganz andere Basis, wie Sven Hendrik hier schreibt. Das sind Daten, die dann bereits veraltet ist, wenn hier nicht wirklich etwas Aktuelles eingebaut wird. Man wartet auf der anderen Seite jetzt noch auf die PCE-Inflationsdaten am Freitag, aber das dürfte dann heute die entscheidende Frage sein bei diesem FED-Protokoll. Wird sich da öfter dieser Begriff Disinflation von Paul finden oder wird da diese hawkische Rhetorik, die wir zuletzt von Mester, von Ballard aus der FED gehört haben, eher durchsetzen? We will see. Wir werden bei Finanzmarktwelt um 20 Uhr darüber berichten. Aber die FED hat natürlich Geistesblitze. Und heute hat sie einen rausgehauen. Man hat nämlich jetzt untersucht, wie schaut es denn aus mit der Inflation, und hat festgestellt, also ein großer Teil, nämlich 3,5% der Inflation, die ja bekanntlich über 6% nach wie vor ist, sei durch Corona ausgelöst worden. Demand Reallocation Shock, so die US-Notenbank heute. Okay, interessant. Natürlich hat Corona hier in Sachen Lieferketten, Angebotsengpässe etc. einiges bewirkt, ist ja keine Frage. Aber was ist denn mit diesem Chart, meine Damen und Herren? Seit der Finanzkrise hat sich mal eben die Geldmenge M1 und M2 in den USA mehr als verdoppelt. Und ohne das hätten wir wahrscheinlich nicht solche hohen Inflationsraten. Geldmenge plus Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das könnte man als Ursache für Inflation vielleicht auf den Punkt bringen als Kurzformel, aber hier sehen wir, wie krass die Dinge gestiegen sind. Dann natürlich nochmal Corona, diese Stimuli, diese Anleihekäufe durch die US-Notenbank, und das kriegst du nicht so schnell aus dem System, auch wenn wir sehen, dass diese Kurve hier schon ein bisschen abflacht. Heute dann wieder Ballard, der sich zum Wort gemeldet hat, der derzeit nicht stimmberechtigt ist, aber dennoch natürlich einen gewissen Einfluss hat innerhalb der FED. Der sagt also, mein Zielpunkt bei den Zinsen ist 5,375%. Okay. Meiner ist jetzt 5,368,9%, ne? Da bin ich großzügig. Und dann aber, das ist das vielleicht Entscheidende, als er sagte, also wenn die Inflation nach unten kommt, dann ist alles gut. Aber unser Risiko ist, dass die Inflation nicht so wirklich nach unten kommt und sich dann sogar eher wieder beschleunigt. Und was tun wir dann? Dann müssen wir reagieren, und das ist so ein bisschen wie in den 1970er Jahren, als wir 15 Jahre diesen Kampf führen mussten gegen die Inflation. Die FED damals ja Zinsen angehoben, dann wieder Zinsen gesenkt, weil eine Rezession kam.
Und dann erholte sich die Wirtschaft, aber die Inflation eben auch wieder nach oben geschossen war. Und deswegen sagt er, also lasst uns jetzt die Inflation 2023 unter Kontrolle bringen. Lasst uns diese Glut austreten. Dafür müssen wir jetzt eben nochmal scharf sein, wie er sagt. Let's be sharp now. Das ist die Aussage von Ballard auf CNBC. Aber er hatte auch was Nettes für die Märkte, denn er hat gesagt, ja, die Märkte überschätzen wahrscheinlich das Risiko einer Rezession im Jahr 2023. Ich denke, wir werden moderates Wachstum haben mit einer abnehmenden Inflation, also wieder dieses Goldilocks-Gesang. Thema, was wir da hören, unwahrscheinlich, denn solche schnellen Zinsanstiege sind in der Regel nicht ganz so harmlos und dann wird es eine ganz weiche Landung oder gar keine Landung. Die Erfahrung zeigt, es wird etwas kaputt gehen. Es dauert halt eine Zeit lang, bis sich diese Zinsanstiege wirklich durch das System fressen. Hier sehen wir wieder S&P 500 Future. Auf sehr kurzfristiger Zeitebene, ich glaube das ist eine Minute, wie der hier nach oben geschossen ist, dann zunächst mal wieder über die Marke von 4000 Punkten. Und wir sehen, wie gesagt, bisher, Stand jetzt, wo ich das Video mache, so eine leichte Erholung. Mal gucken, wie es dann nach dem FOMC-Protokoll ist. Aber insgesamt eben sehen wir den Druck im Dienstleistungssektor ganz erheblich nach wie vor in den USA. Und wir haben bei den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, da sprach man explizit davon, dass da Lohndruck sich aufbaue. Es sind nicht mehr die Lieferketten, also nicht mehr diese Corona-Thematik und die Folgen von Corona, sondern es ist eben vor allem der Lohndruck. Und hier eine heute veröffentlichte Umfrage unter denjenigen, die mit den Angestellten oder die mit Angestellten die Gehälter verhandeln. Da sagen 54% dieser Befragten, wir werden unsere Löhne für die Angestellten mindestens um 3% in diesem Jahr erhöhen. Klar, wir haben Kaufkraftverluste seit über einem Jahr bei den Amerikanern. Das geht irgendwann nicht mehr gut. Die Leute wollen, brauchen dann höhere Gehälter. Aber die Firmen sind jetzt offenkundig noch bereit, diese zu bezahlen. Mehr als jedes zweite Unternehmen also will mindestens 3% die Löhne anheben. Jetzt ist die Inflation ja über 6%. Ist also nach wie vor dann natürlich ein Ungleichgewicht, aber es zeigt, dass sich dieser Lohndruck aufbaut, eben wie in den 1970er Jahren, da hat Ballard vielleicht gar nicht so unrecht, damals gab es eben diese starke Inflation, dann haben die Arbeitnehmer reagiert, konnten höhere Löhne durchsetzen, dann wurden die Arbeitnehmer so teuer, dass die Unternehmen sie dann entlassen hatten und dann kam die Rezession. Wer Helmut Schmidt noch erlebt hat als Bundeskanzler, kann sich da noch dran erinnern. Ich habe es so als Kind und Jugendlicher erlebt und weiß noch, wie sich das so ein bisschen angefühlt hat, allerdings natürlich noch auf anderer Ebene als heutzutage. Aber das ist eben das zentrale Thema, das ist die Sorge der Fed. Und dieses zentrale Thema, nämlich doch viel hartnäckigere Inflation, das haben die Anleihenmärkte und die Devisenmärkte und auch Gold aufgenommen seit Anfang Februar. Geht es rauf mit den Renditen, rauf mit dem Dollar, runter mit Gold. Und auf der anderen Seite haben die Aktienmärkte das völlig ignoriert. Seit Anfang Februar haben wir wieder sehr, sehr starke US-Konjunkturdaten. Hier sehen wir den Economic Surprise Index nach oben gehend. Die Terminal Rate Expectations invers hier auch weiter nach oben gehend, sodass wir über 5,3% sind. Also bei der Erwartung, wo enden denn die Zinsen? Und es wurde ja der neue Bullenmarkt ausgerufen. Erstaunlich in Zeiten abnehmender Liquidität und sich verschlechternder Unternehmensergebnisse. Aber Wunder geschehen ja immer wieder. Hier sehen wir mal, Markets don't bottom before Fed stops hiking, also bevor die Fed aufhört, die Zinsen anzuheben, haben Märkte noch nie einen Boden gefunden. Diesmal ist alles anders, aber in vielen Fällen ist es sogar dann so, dass wenn die Fed die Zinsen senkt, dann die eigentlichen Bärenmärkte noch kommen, denn man fragt sich dann oder es gibt dann Gründe, warum die Fed eben die Zinsen senkt und dann hatten wir eben starke Einbrüche, 51% zuletzt, 58%, 35%, also das ist nicht ausgemacht, dass wenn die Fed aufhört, die Zinsen anzuheben, es dann sofort zu einem Bullenmarkt kommt. Und wie stark die Auswirkungen dieser Zinsanhebungen sind, sehen wir weniger in der Gesamtwirtschaft, aber vor allem im Immobiliensektor.
Hier sehen wir die Existing Home Sales mit einem Absturz, also die Verkäufe bestehender Häuser, das sind gut 80% des gesamten Immobilienmarkts in den USA, die Verkäufe bestehender Häuser 36,9% gefallen, das ist mehr als in Corona-Zeiten das gewesen ist, und die Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge, die sind jetzt so tief wie seit 1995 nicht mehr, sind 18% in dieser Woche wieder gefallen, also am Hausmarkt sehen wir diese ganze Geschichte. Und jetzt sagt Alf, naja, das ist die größte Asset-Klasse der Welt, nämlich US-Immobilien, nicht ganz richtig, chinesische Immobilien, das ist die größte Asset-Klasse nach Bewertung, Gesamtbewertung. Aber na klar, die US-Immobilien sind der Dickfisch innerhalb der Assets in den USA. Klar, so eine Immobilie, die kostet ja 2,50 Euro. Jedenfalls sagt er, es ist kaum vorstellbar, dass da wir irgendwie eine weiche Landung der Wirtschaft sehen, wenn diese wichtigste Assetklasse hier so stark angeschossen wird durch die Zinsanhebungen. Und hier oben in dieser Grafik sehen wir mal die Prozentzahl von US-Banken, die eine stärkere Kreditnachfrage verzeichnen, respektive wie sie die Kredite vergeben. Denn natürlich sind die Kreditbedingungen jetzt verschärft mit diesen Zinsen. Da werden viele nicht mehr einen Kredit bekommen, die vielleicht noch vor einem Jahr einen Kredit bekommen haben. Wir sehen also auch hier Liquiditätsentzug. Die Gelder, die bei US-Banken lagern durch Privatkunden, die werden immer weniger. Und wie gesagt, die Anleihemärkte sind diejenigen, die den Marsch blasen, die die Musik spielen. Wir sehen, dass hier die Aktienmärkte jetzt mal am MSCI World, also diesem weltweiten Aktien-ETF, der aber immer noch ziemlich stark von den USA dominiert ist, und der 10-jährigen Anleihenrendite ziemlich weit auseinandergeklafft sind. Ich hatte das vorhin ja schon gezeigt. Die Aktienmärkte meinten, sie könnten das ignorieren. Gleichzeitig extrem viel Optimismus nach wie vor im Markt. Irgendwelche Schrottwerte, die nach oben gepusht werden. Diese Zero-DTE-Optionen, die also am selben Tag verfallen. Retail has turned very optimistic. Das sogenannte Dump Money. Das ist nach wie vor ziemlich begeistert von der Geschichte, auch wenn gleich jetzt vielleicht gestern so ein bisschen ein Dämpfer gekommen ist. Wir sehen aber auch Fear and Greed Index mit 63, zwar ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch Greed. Also es ist jetzt nicht so, dass alle in Richtung Panik unterwegs sind. Und apropos Greed und Gier, Kryptowährungen sind ja auch sehr gut gelaufen in dieser Rallye. Je schmutziger, je schlechter der Coin, umso stärker der Anstieg. Kryptowährungen haben die Schlacht gegen Fiat-Währungen verloren, sagt der Chef der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Bank for International Settlement. Das ist gewissermaßen die Notenbank der Notenbanken. Der Herr, den Sie hier sehen, durchaus korpulente, das ist der ehemalige mexikanische Notenbankchef, der sagt, also diese ganzen Token, da hat sich gezeigt, auch mit der Pleite von Mr. Bankman-Fried, dass das vielleicht jetzt nicht so die allerbeste Lösung ist. Also er ruft den Sieg der Fiat-Währungen aus. Das ist für die Anhänger von Krypto jetzt nicht gerade ein richtiges Fest, solche Aussagen. Man glaubt das natürlich nicht, aber Bitcoin heute doch wieder unter Druck. Wahrscheinlich nicht wegen den Aussagen des BIS-Chefes, sondern weil wir jetzt so langsam offenkundig ein Top dieser Erholung dieser Rallye gefunden haben. Wir waren ja über 60.000 bei Bitcoin, dann ging es runter. Jetzt diese Rallye, die aber ein bisschen topisch aussieht in diesem Chart, meine Damen und Herren, von Capital.com. Und wenn wir jetzt mal nach Germania kommen, dann müssen wir über Tesla heißen die. Die wollten ja eigentlich hier Batterien bauen in Grünheide. Das ist jetzt praktisch abgesagt. Warum? Weil es in den USA den Inflation Reduction Act gibt, der faktisch ein inflationstreibender Act ist, also der die Inflation nach oben bringt, praktisch Förderung grüner Technologien, made in USA, aber nur made in USA. Und jetzt hat sich Tesla überlegt, wenn wir da so schicke Subventionen kriegen, dann gehen wir doch dahin. Tesla ja überhaupt ein Unternehmen, das letztendlich von allen anderen subventioniert wurde, von den anderen Autokonzernen mit eben diesen CO2-Zertifikaten und. Aber wenn da eine Gewerkschaft sich gründen will, dann werden die Leute entlassen, die das fordern, wie zuletzt passiert. Also
Jedenfalls, das scheint jetzt vom Tisch zu sein in Grünheide und zeigt das Problem Deutschlands mit diesem Inflation Reduction Act in den USA. Das ist grüner Protektionismus. Jetzt wollen die Deutschen dagegen stinken, auch mit grünem Protektionismus. Die Bundesregierung hat gesagt, also soweit wir wissen, haben wir noch keine Subventionen an Tesla bezahlt wegen dieser ganzen Batteriegeschichte. Heute gab es den IFO-Index, der in der Headline-Zahl besser ausgefallen ist, aber es ist mal wieder so ein bisschen die Diskrepanz, die wir schon im ZEW-Index gesehen haben, zwischen realer Lage und Optimismus für die Zukunft. Seit Monaten sind die deutschen Firmen optimistisch, aber die reale Lage ist kaum besser geworden. Das ist schon interessant. Der IFO-Experte Wohlrabe hat heute gesagt, also Deutschland wird wohl kaum um eine Rezession herumkommen, wenn auch eine milde Rezession. Aber wir sehen auch in Deutschland die Inflation. Die geht wieder nach oben. Wir haben die Kerninflation jetzt steigend gesehen von 5,2 auf 5,6%. Und Kerninflation ist immer das, worauf die Notenbanken achten, weil weniger volatil. Also Nahrung und Energie rausgeschmissen, Geld, also das, was besonders teuer ist, das machen wir raus. Jedenfalls sehen wir, dass hier also da keinerlei Beruhigung in Sachen Inflation jetzt wirklich der Fall ist. Na klar, kommen dann ab März, April vor allem die Basiswerte zum Vorschein, als der Ukraine-Krieg begonnen hatte, ja am 24. Februar übermorgen. Vor einem Jahr. Das wird natürlich zum Vorjahresmonat was verändern, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt sehe, dass in den Monaten jetzt wieder, in den jüngsten Monaten, die Inflation beginnt jetzt wieder anzuziehen, wenn der Vorjahresvergleich dann immer niedriger wird, weil die Latte eben so hoch liegt, nicht wirklich viel. Und hier sehen wir dann mal interessanterweise in dieser eher wieder steigenden Inflation Aussagen von Villeroy, dem französischen Notenbankchef, der sagt, ach wisst ihr Kinder, wir müssen doch jetzt nicht bei jeder Sitzung die Zinsen anheben, bei jeder EZB-Sitzung und überhaupt diese 2,5% Zinsen, die sind doch schon restriktive Geldpolitik. Echt? Bundesbankchef Nagel und La Isabella Schnabellina, auch sie, Ratsmitglied in der EZB, die haben gesagt, nein, nein, wir müssen noch viel mehr tun, damit die Geldpolitik restriktiv wird. Schnabel sagte, die Märkte unterschätzen vielleicht die Inflation. Also völlig andere Texte zwischen Villeroy, den Franzosen und den Deutschen. Warum? Weil die Franzosen die verschuldetste Nation der Eurozone sind, wenn wir mal Staatsverschuldung plus Verschuldung der Haushalte plus Verschuldung der Unternehmen zusammenzählen. Dagegen ist Griechenland ein Waisenknabe. Aber vor allem die Unternehmen in Frankreich sind massiv verschuldet. Der Staat hat auch ganz schön draufgehauen. Jetzt sagt hier von der Citibank Nathan Sheets, wir werden in 2023 dann die Effekte der Zinsanhebungen spüren. Das ist ja bisher nicht so wirklich der Fall. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, auch heute Abend im FOMC-Protokoll. Was ist da zu erwarten? Ein Artikel, der Sie darauf einstimmt, sehr zu empfehlen. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, diese Geschichte mit Villeroy, der sagt, ach wisst ihr was, ist doch eigentlich schon genug, was wir getan haben. Das ist der Subtext seiner Aussage. Spaltung innerhalb der EZB, zweite Empfehlung. Und, weil ich gerade dabei bin, dritte Empfehlung, warum hält sich eigentlich der DAX so vergleichsweise gut? Warum die Stärke beim deutschen Leitindex? Nun muss man natürlich wissen, die Amerikaner schon ein Jahrzehnt mit absoluter Outperformance. Aber hier bekommen Sie die Antwort in diesem Artikel von Wolfgang Müller. Also drei Artikel. Wir sehen uns heute 20 Uhr zum FOMC-Protokoll bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.